Hi, my name is Michael Rhodes. Und heute spreche ich über Es ist, wie es ist. Klingt komisch, nicht wahr? Es ist, wie es ist. Ich lebe fast ausschließlich danach, anstatt dass ich im Kampf bin mit dem Leben, sind die Dinge, wie sie sind. Ich bin nicht im Wettbewerb oder im Kampf mit den Umständen. Ich bin ein leidenschaftlicher Gärtner. Ich liebe meinen Garten und genügend Wasser ist wichtig. Hier in Australien haben wir immer wieder Dürreperioden und das muss ich akzeptieren. Es ist, wie es ist. Du sagst jetzt vielleicht, warum wässerst du denn deinen Garten nicht? Nun, bei uns in Australien ist es üblich, dass wir Regenwasser auf dem Hausdach auffangen müssen und in Tanks dann lagern. Das ist nicht wie in Europa, wo man einfach fließendes Wasser überall hat. In der Schweiz gibt es überall Brunnen in der Stadt und in den Ortschaften und da kommt immer schön kaltes Wasser raus. Den ganzen Tag fließt es einfach. Hier in Australien ist es anders. Wir können Regen nur sammeln, wenn es regnet. Und das hat mich gelehrt, es ist, wie es ist. Und so habe ich gelernt, mich, anstatt dass ich mich auf die Dürre konzentriere und dass ich mich ärgere über die Dürre, dass ich mich halt freue auf die nächsten großen Regenfälle. Denn wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst, dort fließt deine Energie hin und dort erzeugt sie, dort erschafft sie. Ich habe mich entschieden, dass es eine gute Art ist, zu leben. Naja, es ist keine Entscheidung, es ist kein Gedanke, sondern es ist einfach eine Wahrheit. Ich habe erkannt, wie dieses Prinzip funktioniert. Wir haben viele, viele Bauern in Australien, die sich dann aufregen über die Dürre. Und wenn ich ihnen dann sage, freut euch doch auf den nächsten Regen, dann gibt es doch viele, die das verstehen. Es ist, wie es ist. Ich bin ein spirituell erleuchteter Mensch und ich schaue mir den Zustand der Welt heute an, das ganze Chaos, den ganzen Aufruhr. Und für mich ist es so, wie es ist. Und ich glaube, das wird noch viel, viel schlimmer, sehr viel schlimmer. Und auch dann werde ich immer noch sagen, es ist, wie es ist. Was ich damit meine, ist, ich kämpfe nicht dagegen an. Das bedeutet nicht, dass ich damit einverstanden bin, dass ich es gut finde, dass ich froh oder dankbar bin über die Kabal, die Machteliten, die Supergierigen, die schon fast in eine Hightech-Realität abgewandert sind, sehr, sehr dichte Energie, sehr niedrig schwingend, niedriges Bewusstsein. Das muss ich nicht befürworten oder gutheißen oder toll finden. Gleichzeitig kann ich sagen, es ist schon richtig so, auf einer übergeordneten Ebene. Das, was im Moment geschieht auf der Erde, ist notwendig im wahrsten Sinne des Wortes. Wir können auch ganz in der Liebe sein und bewusst Ja oder Nein sagen. Es ist, was es ist, hat nichts zu tun mit Apathie oder tiefer Apathie. Ich kann ja selber nichts tun, ist halt wie es ist. So ist das nicht gemeint. Es ist ein dynamischer Zustand im Jetzt, ein bewusster dynamischer Zustand im Jetzt. Es kann aber auch totale Apathie bedeuten. Es ist das gleiche Wort oder der gleiche Begriff. Wenn ich sage, es ist wie es ist und ich kämpfe nicht gegen die Umstände, dann und der jetzige Augenblick, der ewige Augenblick ist vollkommen, dann ist das keine intellektuelle Idee, die mir von irgendjemandem eingepflanzt wurde.
Du kannst total apathisch sein und auch sagen, es ist, wie es ist, und dich machtlos fühlen. Und darum geht's nicht. Es geht um das Bewusstsein dahinter. Armut ist ein Ausdruck von Mangelbewusstsein. Ist ein Bewusstseinszustand. Wir können uns die dritte Welt, die sogenannte, anschauen und sagen, nur es ist, wie es ist. Menschen verhungern halt und sind arm. Aber wir müssen verstehen, wie die Dinge funktionieren. Nichts geschieht zufällig. Nichts ist ein Unfall. Und wenn jetzt Regierungsführer der sogenannten Drittweltländer Kredite anfordern, dann können sie diese gar nicht zurückzahlen und die Wirtschaft muss zusammenbrechen, die Menschen müssen hungern. Das war tatsächlich auch der Plan der Machteliten, auf dem Weg, immer mehr Kontrolle über die Menschen zu gewinnen. Das heißt, die Menschen verhungern im Jemen, ein ganzes Volk hungert. Es ist nichts Neues, leider. Und es ist traurig. Zum Glück sind auch sie ewige, unsterbliche Wesen und lernen die Lektionen, die sie zu lernen da sind. Die Armut und der Hunger in der dritten Welt ist entstanden durch das Bewusstsein der Menschen, dieses immer mehr haben wollen, nie zufrieden sein mit dem, was man hat. Ich will mehr, 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 ich will mehr. Wünsche, 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 Wünsche. Dieses Wünschen und Wollen, das ist die Sprache des Mangels, die Sprache der Armut. Wenn wir so leben und derartige unterbewusste Programme haben, dann entwickeln wir natürlich immer mehr Armut bis zu einem Punkt, an dem wir verhungern, an dem wir eine sogenannte dritte Welt erschaffen haben, in der Menschen dann wirklich im ganz großen Ausmaß arm sind und hungern. Wenn wir uns Menschen anschauen wie Warren Buffett, der über 100 Milliarden Dollar besitzt, das Geld alleine, dieses einen Mannes, wenn man das verteilen würde, wenn man Brunnen bauen würde, Wasserleitungen legen, Nahrungsmittel beschaffen und Bildung für Kinder und für die Menschen organisieren würde, das würde reichen. Aber das ist nicht Warren Buffetts Plan. Er folgt dem Programm anhäufen, 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 abtreten, wieder antreten, anhäufen, anhäufen, anhäufen. Ich persönlich möchte nicht in seinen Schuhen stecken, wenn er aus seinen physischen Körper abwirft und wieder in einem neuen inkarniert. Es sind keine schönen Programme, die versklaven uns. Denn das, was er ins Leben gebracht hat, das wird auch auf ihn zurückkommen. Wir tragen unser Karma mit uns. So wie wir säen, so ernten wir. Das geht uns allen so. Wir alle säen ständig und ernten genauso, fortlaufend. Als Individuen und als Menschheit. Es ist kein Zufall, wenn wir in eine Familie geboren werden, die arm ist, die hungert. Das geschieht nur, wenn wir ein starkes Mangelbewusstsein entwickelt haben. Die Menschheit bewegt sich in immer größere Armut hinein. Jedes Jahrzehnt kommen weitere Länder, weitere Nationen dazu, die bankrott gehen. Regierungen sind bankrott. Und so fließt das Geld in die Hände der Megareichen. Ich nenne das sehr traurige, megatraurige Menschen. Menschen, die so urtiefe, intensive Ängste haben, dass
es nur noch um Macht und Kontrolle geht und um eine Illusion von Sicherheit, eine Illusion von Reichtum. Zum Glück fällt das ja jetzt alles auseinander. Jedes Mal, wenn du Schaufenster bummeln gehst und schaust in die Schaufenster und denkst, oh, kann ich mir nicht leisten, kann ich mir nicht leisten. Jedes Mal, wenn du denkst, kann ich mir nicht leisten, das kann ich mir nicht leisten, dann ist das die Sprache der Armut. Es ist, wie es ist. Die Menschen tun das. Das wird nicht aufhören. Es ist, wie es ist. Und doch kannst du von einem ganz anderen Ort kommen. Du kannst die Dinge ganz anders leben und betrachten. Du kannst sagen, mein Leben ist so, wie es ist. Ich kann es durch die Augen der Armut betrachten oder durch die Augen der Fülle, des Überflusses. Wenn ich die Perspektive des Überflusses einnehme, dann sehe ich all das, wofür ich dankbar sein kann, wie gut das Leben zu mir ist. Ich kann aber gleichzeitig auch durch die Augen der Armut oder besser die Brille der Armut, des Mangels schauen und dann sehe ich nur all das, was fehlt. Das ist unsere Entscheidung. Es ist, wie es ist. Das ehrt dich. Du bist, wie du bist. Du liebst, wer du bist. Oder du kannst auch apathisch werden, hoffnungslos sein. Diese Entscheidung, die liegt bei dir. Und die hängt davon ab, wer du bist, wie du lebst als Persönlichkeit. Wenn du immer nur darüber nachdenkst, was dir fehlt, was du nicht hast, dann wirst du ein Leben auf einer tiefen Energie, einer niedrigen Schwingung leben. Wenn du wertschätzt, wer du bist, ich bin, wie ich bin, es ist, wie es ist, das ist ein Ausdruck von Dankbarkeit. Wir wählen also mit diesem Gefühl von es ist, wie es ist, wählen wir, ob wir nun dynamische Wertschätzung leben wollen und Präsenz im ewigen Augenblick oder ob wir in Armut und Mangel leben wollen. Das ist eine Widerspiegelung unseres Bewusstseinszustandes. Unser Leben, so wie es ist, ich bin, der ich bin, ist eine Widerspiegelung von dir, wenn du bewusst Liebe wählst.